Hey Leute, willkommen zum, ich glaube, 11. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Beim letzten Mal haben wir mit Luigi hier Level 6 geschafft, sowie auch den Secret Level haben wir auch geschafft, sowie auch sonst zurzeit die meisten Sternmünzen, also fast alle geschafft. Jetzt fehlt nur noch Wigglerwahnsinn, also Level 7 und Iggys Schloss. Und dann können wir zu den Candace-Minen aufbrechen. Da bräuchten wir jetzt halt wirklich die Wigglers. Oh, perfekt, Eiche. Das brauchen wir echt. Zum Beispiel jetzt dort drüben. Da drüben ist ja auch gleich die erste Stirnmütze. Oh, geschafft. Und getötet. Obwohl ich davor sagte, dass wir die Wigglers brauchen. Ach so. Wo ist denn der zweite Starcoin? Der müsste schon längst hier sein. Ach so, da ist er. Was? Ist der dritte? Oh, ich hätte eine Ahnung. Irgendwo ist da Starcoin Nummer 2, aber ich glaube, ich schaue jetzt lieber mal nach. So. Game Explain, hilf uns bitte. Naja, hilf mir bitte. So. Ja, den ersten Starcoin wissen wir. Oh. Dachte ich mir schon irgendwie. Gehen wir gleich zurück. Ja, genau hier. So. Ach, da oben. Nee. So, jetzt haben wir auch gleich den zweiten, jetzt fehlt noch einer. So, Leute. Also, wir haben jetzt alle drei Starcoins und haben jetzt das Ziel ohne Wunder. Wie traurig. Mario Time. Na gut, wir haben es trotzdem geschafft. Jetzt können wir endlich zu Iggys Schloss gehen und ihn herausfordern und somit in den Arsch treten hier. So. Iggys heiße Sohlenfestung. Was soll das jetzt genau bedeuten? Oh, sag's doch gleich. Aber heiße Sohlen? Der Name passt nicht so. Fällt euch ein besserer Name dazu ein? Schreibt es in die Kommentare. Ich hätte eine Ahnung, wo der nächste Starcoin sein könnte. Der wäre sozusagen zwischen hier diesen
beweglichen Böden. Ja, zum Beispiel dort. Also da ist schon mal der erste Starcoin, aber ich hatte so ein Gefühl, dass hier noch weitere Starcoins halt woanders versteckt sind. Okay, eine Eisblume brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich mache weiter mit Flughörnchen und da oben. So, mal sehen, ob da der zweite ist. Also, da geht es schon eine andere Röhre, um das zu machen. Achso, das ist diese hier. Du sagst doch gleich. So. Jetzt können wir gehen. Wir haben jetzt somit den zweiten Starcoin. Und holen jetzt gleich den letzten. Nein! Glück gehabt, Glück gehabt. Aha, da unten. Das ist irgendwie typisch an den meisten Schlosslevels, dass sie immer dort unten sind. Also kurz bevor man zum Boss kommt. Und somit haben wir es geschafft. Ich weiß sogar auch schon, wie Iggy's Ding sein kann. Früher war es immer mit einem Kettenhund. Das war bei der Wii-Version, glaube ich. Bei der Wii U-Version ist es ja, dass sozusagen Lava-Monster auftauchen werden, die auch so in Galaxy vorkamen. In Galaxy 2 kann ich mich voll erinnern. Galaxy 2 war eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, er tut so einen auf Angst, holt stattdessen die Lava rauf. Mist. Ah, das habe ich vergessen. Ja, erwischt. Ja, das zweite. Ja! Somit haben wir Iggy auch besiegt. Wir haben den Limonadendschungel beendet. Sehr schön. Jedoch geht es jetzt schlimmer. Ich war leider ganz knapp zu spät. Und jetzt? Juhu! Alle Sternmünzen aus dem Limonadendschungel geholt. So, natürlich speichern. So, hier sind die Candace-Minen. Da gibt es sogar nicht nur ein Schloss, sondern zwei. So, die Sache ist halt, da kann jetzt alles halt kompliziert sein, also wir müssen auch Secrets finden, werden wir natürlich später machen, also hier jetzt beim ersten ist natürlich kein Secret zum Glück, aber wir werden mal schauen. Dieses Level nennt sich Fuzzy Felsen. Was? Ach so. Okay.
Ups. Scheiße. Warte. Gibt's hier hoffentlich ein Yoshi-Ei? Bitte. Ah, fuck. Wir müssen zu der Röhre. Naja. Dann muss ich halt noch ein Yoshi holen. Ist halt besser so. Aber wir nehmen wenigstens noch einen großen Pilz dazu. So. Also, nochmal zum Level. Wir brauchen Yoshi. Wir brauchen noch. Oh. Gehen wir zurück. Das war vielleicht hier. Nein, hier war es nicht. Das war das nächste. Wir machen das anders. Okay, wir haben jetzt somit eine Eiche eingesammelt und wir machen nochmal Level 1. Also heute in diesem Part versuchen wir wahrscheinlich schon bis zum Turm zu gelangen, zum ersten natürlich, nicht zum zweiten. Man denkt so wie beim Richter, oder nee, warte, das war nicht beim Richter. Das war bei einer Auktion einfach so zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das könnte man so zu den Türmen sagen. Zum ersten Turm, zum zweiten Turm und zum dritten Turm. Der Typ da mit einem Art Waschflugähnliches Linksbund-Kostüm hat in drei Türme gewonnen. Und geschafft. So. Dann So, wir sind zurück bei den Kandisminen und nun haben wir sogar Flughörnchen-Power. Naja, Eichhörnchen-Power. Ihr wisst schon, was ich meine. Notfall nehmen wir Yoshi noch dazu. Schon wieder ausgerechnet dieselbe Stelle. So. Ach so. Nein. Trotzdem geschafft. Falls ihr es sehen könnt, also hier vorne sind extrem. Ups. Also. Hier vorne, vor mir. Und direkt hier sind richtig viele Katzenhaare. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, weil ich bin mit meinem Kater, also Tiger, rausgegangen. Und ich musste ihn einmal kurz tragen, weil er nicht gehört hat, wo er denn eigentlich nicht darf. Aber gut, jetzt sind wir ja schon zurück, sonst würde ich ja nicht diesen Part hier aufnehmen. Und wenn ich ja es nachher erst gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich so, achso, stimmt. Dann muss ich
die alle noch fressen. Nein! 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 Das ist jetzt nicht wahr. Zuerst habe ich Yoshi verloren und dann habe ich meine Eichhörnchen-Power verloren. Besser kann es ja nicht werden. Naja, wegen dem Dings da, wegen dem Fuzzy, wollte ich es noch nicht ganz machen. So, jetzt habe ich's. Nee, warte. Ach so. Moment, dann war der hier doch richtig, oder nicht? Irgendwo war doch. Ach so. Das war hier. Nein, nicht schon wieder. Geh doch raus. Mensch. Das könnte ich eigentlich jetzt gebrauchen. Ach so. Ich dachte schon, der schafft es nicht. Aber zum Glück hat er es geschafft. Diesmal nicht. So. Jetzt haben wir zum Glück alle drei Sternmünzen und es weiter geschafft. Ja. So. Auf Wiedersehen, Yoshi. Danke für deine Hilfe. Habt ihr vorhin gesehen, dass er so mit der Faust im Wald gemacht hat und nicht so? Er hat so gemacht. So. In der Höhle des Stachelfischs. Interessant. Warte mal, was? Nein! Es ist nicht das Vieh, oder? Es ist safe, das Vieh. Also hier gibt es erstmal nichts. Das ist doch dieser dicke, fette Fisch, oder? Der ist es. Also wenn man ihn tötet, dann wird er einfach später nochmal auftauchen. Und das regt mich auf. Früher habe ich es gehasst. Ah ja, zum Glück kann man hier hin. Nein, nein! So geht's natürlich auch, aber. Schade. Ich habe gedacht, da kann man vielleicht durch. Kann man jedoch nicht. Ach, meine Nase, die juckt voll hier. Ja! Okay, das heißt, ich muss hier runter. Auch nicht. Da drüben ist er wieder. Hä? Ich hab ihn doch getroffen. Ey. Oh. Yes. Hm.
Ernsthaft? Lol. Kann ich irgendwie... Also ich weiß nicht, wo die letzte Sternmünze ist, aber die muss irgendwo sein. Oh, da oben sieht man sie. Oh! Also, da. Ich habe eigentlich zur Capture Card geschaut, also zu der Aufnahme. Nicht, dass sie wieder abgebrochen hat. So, und jetzt Sternmünze! Jetzt können wir abhauen. Ja! Nice! Das war jetzt Level 2. Okay, es reicht. So. Jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt drehen wir ihn zum dritten Mal um. So. Nun. Grollturm des Grauens. Das ist jetzt das Level. Oh. Vor allem da ist es wirklich schwer herauszufinden, wo da die Secrets versteckt sind. Muss man halt auch gleichzeitig aufpassen. So wie jetzt! Ah, da oben müssen wir. Wie es aussieht. Naja, nicht ganz, aber den Mini-Pilz brauchen wir, denn da oben sieht man das. Sonst würde er ja nicht in diesem Level sein. Also, ich meinte jetzt den Mini-Pilz. Sehr schön. Okay, also ich glaube, der dritte ist am schwersten zu finden. Das glaube ich echt zumindest. Wow. Eisblume! Irgendwo muss der doch sein. Oh. Nein! Irgendwo ist eine Röhre versteckt. Ich habe halt echt keine Ahnung, wo. Wisst ihr was? Kurz Pause. Wir schauen im Video nach. Nee. Das war das Level, das wir als erstes gemacht haben. Dann kam das zweite Level und hier. Also, ich hab's herausgefunden, wir bräuchten eigentlich den Mini-Pilz. Das ist halt keine Ausgangsröhre, sondern eine Eingangsröhre. Das heißt, wir müssen es nachher eben nochmal machen. Also, da gibt's halt ein Secret anscheinend. Das habe ich nicht ganz gewusst, aber vielleicht habe ich es auch nur vergessen. Okay, ab hier kriegt er, glaube ich, Flügel. Da weiß ich's auch nicht. Kommt da der Red Bull-Zauber oder nicht? Jedenfalls werden wir dieses Level dann nochmal machen.
Hokus Pokus, Red Bullius, Fliegius, du kannst jetzt fliegen. Sag dich doch! Ja! So, nochmal groß werden hier. Weil wir ja keinen Mini-Pilz bekommen können, werden wir ja das Level normal beenden, wie wir es gesagt, wie ich es gesagt habe. Ach, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Das war jetzt eigentlich mir nicht scheißegal. Dafür gibt es ja wenigstens einen Pilz. So, schauen wir mal, wie wir es jetzt machen wollen. Ja, Hokus Pokus, Rebellius, Fliegius, du kannst jetzt fliegen. Und tot. Ich meinte ja nicht tot. Warten. Noch einmal kommen. Und. Nein! Ey, ich wäre jetzt fast zu ihm gesprungen. Stirb! Super, Leute. Wir haben den ersten Boss schon mal besiegt vom Turm. So, hier haben wir zwei Level vorbereitet, freigeschaltet. Wir werden jetzt hier nicht speichern, auch wenn die Capture Card Aufnahme funktioniert. Also, wir müssen nochmal in den Turm. Aber dafür brauchen wir jetzt ehrlich gesagt kein weiteres Item, bis auf natürlich den Mini-Pilz. Aber fürs Erste kann ich es ja nutzen. Weil wenn ich jetzt stattdessen von irgendwas getroffen werde, bin ich ja tot. Und dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Stimmt, der Mini-Pilz war... Hier! Warte, kann es vielleicht sein, dass... Ja. Okay, dann warten wir so. Okay, das warte ich eigentlich nicht. Zum Glück kann ich einfach nur so und so machen. So. Warten wir. Und los. Irgendwie ist der Sound immer. Jetzt müssen wir sehr gut aufpassen. Oh. Kommst du schneller, schneller, schneller! Nein! Ich bin so behindert. Dafür machen wir einfach ein anderes Level einfach. Einfach nur kurz sterben und dann war es es auch schon.
Da ist ja gleich ein Cheep-Cheep. Oh nein, ich bin durch ein Vieh gestorben, das ich ja seit Minzmeer hasse. Jetzt können wir anfangen. Nochmal im Grollturm des Grauens. Hopp. Jetzt habe ich diesmal auf mein Knie geschlagen. Dafür tut halt die Hand weh. Entschuldigung. So, und hopp. Hopp, 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 hopp. Und hopp. Ach, wir gehen einfach darauf, damit wir es ein bisschen schneller haben. Also diesmal mache ich keinen Checkpoint. Warte, das hätte ich hier machen können. Oh. Nein! Als ob! Als ob ich es geschafft habe. Lol. Ganz ruhig. Schnell, 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 schnell. Ja! Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Starcoin holen. Was habe ich getan? Lol. Was? Was habe ich für ein Glück bekommen? Was habe ich da gerade für Glück bekommen? Jetzt kann ich einfach gehen. Ja. So, wir haben ein Secret. So. Tja, Leute, das war's dann auch mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt beide Kanäle immer noch natürlich kostenlos abonnieren. Aber bei diesem Kanal bin ich am meisten aktiv. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.